Herzlich willkommen beim letzten Part Team Fortress 2 und wir sind hier im Hauptmenü und ja, ich bin ein bisschen vorne, weil alles ein bisschen leise ist. Moment. Zurzeit läuft keine Musik. Egal, das wird uns nicht davon abhalten. Wir spielen ein letztes Mal Man vs. Machine. So, Training und hier sind schon die Server. Nehmen wir mal einen mittleren. Suche starten. So, ja, jetzt läuft die Suche. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Das kann jetzt ein paar Sekunden dauern. Ich glaube, das schneide ich raus. Also bis gleich. Und wir sind drin. Und was ist das hier? Ist das Man vs. Machine? Ja, ich denke schon. Fuck, ein Soldier ist belegt. Okay, Sniper auch. Ja gut, Sniper ist scheiße. Scheiße, mein Wecker geht an. Sehr schön. So. Oh Gott, was ist das für eine Map? Die habe ich noch nie gespielt. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Ich bin hier total aufgeschmissen jetzt. Okay, aber ich weiß wie... Ah ja, okay, die Van kommt von da drüben. Ich muss noch warten, dann drücke ich F4. Oder ich muss erst dorthin, dann drücke ich F4. Anders gesagt. Ist vielleicht ein bisschen besser, ist erst zu warten, ne? Und dann F4 zu drücken. So, wo kommen denn die Feinde hin? Her, hin, her, hin. Achso. Ist mein Skype-Voice-Chat eigentlich deaktiviert? Weil ich... Ist jetzt ziemlich peinlich, wenn jetzt ein paar andere das mitbekommen. Oh. Okay, die anderen haben es jetzt mitbekommen. Das, was ich sage, das sollen sie natürlich nicht. Witzig. Naja. Aber ich hoffe, die verstehen kein Deutsch. Ja. Warte, was ist das für eine Push-Taste? Ich muss nochmal gucken. Gucken, gucken, gucken. Ich hab ja meine Festplatte alt. Okay, alt. Alt ist da unten. Okay, da komme ich nicht ran. Sehr gut. Achso, ja, F4. F4, ich bin bereit. So. Meine Festplatte ist ja abgestürzt. Und, ja, abgestürzt nicht. Eigentlich ist sie kaputt gegangen. Und, ja. Da waren ein paar... Wo kommen denn die? Ach, da kommen sie ja. Okay. Gut, dann mache ich hier mal eine kleine Vorbereitung. Und ja, ich komme, ist dann noch so ein zweiter Spawn? Ne, ich glaube nicht. Okay, gut. Dann gehen wir wieder nach oben und warten auf die Feinde. Können hier ein bisschen mitmischen. Alles klar, es geht los. Die Maschinen kommen. Die kommen... Okay. Das war jetzt doppelt peinlich, die kommen von da oben. Ja, gut, man sieht, dass ich jetzt Noob bin, ne? Oh Gott, hau ab! Dämlicher Scout! Nein! Fuck! Okay. Ah, ich habe mich vergessen zu skillen. Ah, stimmt, man kann sich ja skillen. Und wo kann man sich denn nochmal skillen? Fuck, ich bin hier der Vollnoob. Wir hätten diesen Spielmodus hier, glaube ich, oder? Ja, genau. Ich nehme mal das hier, dann... Schaden. Genau, dann brauche ich weniger Haftbomben. Sehr gut. Alles klar, ich muss jetzt wieder zurückkommen. Wir haben hier vielleicht einen Engineer für einen Teleporter. Nein, wir haben zwei Pyros. Okay, dann könnte ich ja eigentlich auch mit Soldier spielen, ne? Weil mit Soldier bin ich ja definitiv besser als mit einem Demoman. Das habt ihr im Laufe des Let's Plays sicherlich schon gesehen. Gibt's hier eigentlich auch Spies? Müssten eigentlich schon geben, ne? So mechanische Spies. Fuck. Fuck, die kommen durch. Das darf nicht angehen. Ich muss verteidigen.
bis zum letzten Mann. Und gut gesagt. Scheiße, habe ich mir das selber... Nein, habe ich nicht. Gut, das war nur ein Scout von hinten. Alles gleich, wechsel. Ich wechsle, auch wenn man das nicht machen sollte. Ich kann mit dieser Klasse weniger umgehen als mit... Kann ich überhaupt wechseln? Zurück. Nee, das ist mein Inventar. Ich kann anscheinend nicht wechseln. Nein, das will ich nicht. Klassenwechsel zwischen... Okay, nur zwischen den Wellen erlaubt. Okay, ich kann jetzt nicht wechseln. So ein Scheiß! Ich kann immer gar nichts. Nicht einmal scheißen kann ich. Ja, doch, doch, kann ich schon, aber... Jetzt gleich wechsle ich, wechsle ganz schnell zu Soldier. Mit Soldier bin ich viel erfahrener, habe mehr Skill und die Wahrscheinlichkeit, Kills zu machen, ist höher. So, nehmen wir mal Schussfrequenz, nein, betäubt das Opfer. Ich nehme jetzt mal hier Schaden. Ne, ich habe ja auch selber so einen kleinen Dachschaden. Da ist es, glaube ich, doppelt gut gemoppelt, wenn ich jetzt mich für Schaden entscheide. Okay. Wo sind die Fallen? Alter, die ersten zwei haben schon bereit gemacht, obwohl sie wahrscheinlich noch gar nicht mal auf dem Punkt sind. Das sollte ich nicht runter. Das könnte schmerzhaft enden. Gut, die kommen alle von da oben. Gut zu wissen. Ich dachte ja, die kommen von hier, dass es dann aufgebrochen wird, ne? Und dass dann die Wellen alle kommen. Na, ich will da auch. Ich will da auch. Der Pyro macht sich wichtig. Sehr lustig. Ich nehme es ihm nicht übel, sondern im Gegenteil. Ich will da hoch! Ich kann da nicht hoch. Wieso komme ich da nicht hoch? Muss ich diesen speziellen Duck-Sprung-Move... Ach komm, scheiß drauf. Ich bin bereit, so. Ready for action. Ja, sehr schön. So, ich warte jetzt hier. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, ich bin jetzt... Ich bleib hier, genau. Hat Auto healen oder sowas. So. Alle auf bereit bitte. Was macht der Router da drüben? Ist das ein Router? Sieht aus wie ein Router. Ach, fuck, zu spät! Ihr kommt nicht vorbei. Die Menschen siegen immer. Wir haben euch kreiert. Ihr seid nichts weiter als Werkzeug für den Menschen. Ah, schon gleich viel besser. Seht ihr, macht definitiv mehr Kills als vorhin. Scheiße, keine Mone mehr. Mist. Nein! Na komm! Scheiße. Da ist Moni. Okay, ich kann mich wieder wehren. Ja, scheiße. Nimm das, ihr minderwertiger Abschaum. Nein. Ah. 25 Punkte, sehr gut. Mit der letzten Runde mit eingerechnet, die wir total verkackt haben. Ich weiß nicht, wie lange die anderen drin sind. Sie haben aber teilweise mehr Punkte als ich.
Alter, ich muss die Nachladegeschwindigkeit erhöhen. Das ist ja echt schlimm. Ich glaube, wenn ich tot bin, dann skille ich meine Nachladegeschwindigkeit. Scheiße. Verpisst euch! Dreckige Maschinen! Ihr seid nichts weiter als Abschaum! Der Mensch ist die überlegene Rasse! Punkte. Okay, jetzt ganz schnell nachher die Geschwindigkeit erhöhen. Am besten aufs Maximum. Okay. So, ach, da sind sie. Nachladegeschwindigkeit, fuck. Nein, ich habe das nicht gemeint. Ich meinte eigentlich Schussgeschwindigkeit. Naja. Gut. Wir haben schon wieder verloren, aber das ist ja auch eine mittelschwere Map. Und ich bin kein Oberpro, was MVM ist. Oder angeht. Warum liefen jetzt ein paar? Ach, die waren bestimmt in Teamspeak zusammen. Ihr Witze. Verräter, die lassen uns im Stich. Die lassen uns im Stich, eiskalt. Und jetzt sind wir ganz alleine. Na, eigentlich zu dritt. Wir sind nicht ganz alleine. Wir drei halten zusammen. Egal was kommt. Selbst gegen tausende Maschinen halten wir stand. Wir kämpfen bis zum letzten Mann. Zusammen werden wir fallen. Alles klar, F4, ich bin bereit. Lasst sie kommen. Ja, und jetzt bin ich auf Anhieb hier oben. Also Maschine, los geht's, kommt her. Ich bin bereit. Kann sein, dass ihr übrigens meine Tastaturgetippe hört. Meine Tastatur ist relativ nahe bei meinem Mikrofon dran, ne? Aber ich kann es nicht ändern. Andernfalls würde ich so verkrampft da hocken und ungefähr, ne? So wie bei Twister, kennt ihr sicherlich. So würde ich dann dran hocken am Schreibtisch. Ihr sollt auf bereit drücken. Drückt F4! Lasst sie kommen und drückt F4 und ich komme nicht mehr hoch. Ah, jetzt. Achso, ah, ich habe gerade irgendwo eine Schnelltaste gefunden. F. F? F? Ah, F, okay. Also wenn ich F drücke, dann kann ich mich so skillen, ohne dorthin zu müssen. Gut zu wissen. Spart mir sich einiges Zeit. Lasst sie kommen! Wie der uns zuschaut. Na, was ist jetzt, Leute? Ah, da unten ist ein Timer, sehr gut. Und ich glaube, so flüssig liegt Team Fortress 2 noch nie, seitdem ich meine 1 TB Festplatte habe. Ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung hat, je größer die Festplatte ist, aber ich habe jetzt gerade eine FPS-Zahl von 30. Ach, scheiße. Das ist noch nicht so klug. Alter. Halt, ich muss immer auf den losgehen, der die Bombe hat. Das ist wie so eine Flagge, wie bei Capture Flag vergleichbar. Und das ist scheiße, dass alle Scouts sind. Das macht's doppelt so schwer, weil Scouts sind schnell. Yeah. Ey, haut ab. Yeah. Ich lasse euch nicht diese Bombe hochgehen.
Nein, scheiße, keine Mune mehr. Fuck, ich bin jetzt total am Arsch. Ah, kacke, warum nehme ich denn das da? Und sie haben schon ein Drittel des Wegs geschafft. Vielleicht sollte ich als Heavy spielen. Der Heavy, der hat eine große Schussfrequenz, damit kann man sehr viele leichte Gegner ausschalten. Scheiße, oh Gott, so viele Demomans! Ach, komm schon. Wir sind ja auch nur zu dritt, da ist es dreimal so schwer, wenn man nur mit einem halben, mit einer halbvollen Map da... Ja, das war's auch schon wieder. Alles klar, ich nehme mal Heavy und probier's mal mit Heavy. Heavy ist besser vielleicht. So, schauen wir mal. Kann ich jetzt nicht wechseln? Moment. Hier, genau, sehr gut. Ich nehme jetzt mal ein Heavy. Das Messing Monster ist, glaube ich, nicht so gut. Ich brauche eine Waffe mit sehr viel Massendingensen, ne? Die ist gut. Die macht zwar weniger Schaden, allerdings den Gegner ein bisschen verlangsamen, und Scouts zu verlangsamen ist nie verkehrt. Achso, hier geht's lang, genau. Kann du finde MIG? Kannst du finde MIG? Was ist denn das? Hat der sein Deutsch in der Grundschule gelernt oder hatte gerade gemerkt, dass ich Deutsch bin und hat es probiert mit seinem Deutsch, was er irgendwann mal in so einem Kurs gelernt hat, mit mir reden zu können. Kannst du finden, Mick? Oh Gott. oder weil wir lässt jetzt zu, dass Dreijährige spielen dürfen. So, hier. Jetzt bin ich hier oben. Ich bin hier oben und bereit für den Ansturm der Maschinen. Ich mach's mir ein bisschen bequem, ne? Mittagspause. Alles klar, Pause vorbei. Die Arbeit beginnt. Die Maschinen sind unterwegs. Oh Gott, das ist ja noch schlechter als... Ich glaube, ich brauche den Skill mehr. Fuck, ich habe ihn nicht geskillt. Ah, ich habe ihn nicht geskillt. Wie dumm ist das denn? Ich hätte mich skillen sollen und mehr Schaden so... Nein, ich hätte mich echt skillen sollen. Fuck. Okay, kann ich das jetzt noch machen? Nee, ne? Alles klar. Gibt's hier Waffen? Nee, ich meine Schaden. Hier gibt's keinen Schaden zum Verbessern? Okay, was ist das für ein Mist? Oh Mann. Ach, ich kann mich nicht... Ich kann aber meine Ausrüstung wechseln, oder? Geht das? Ja, das geht zum Glück. Okay. Lebensrekord als Heavy fast erreicht. Ja, das liegt daran, weil ich noch nie das Heavy MVM gespielt habe. Alter, Soldier war besser. Soldier war eindeutig besser. Ich dachte, ich könnte hier so Massenkills machen, ne? Dass sie so nach 2-3 Schüssen oder nach 2-3 Treffer schon sterben. Falsch gedacht. Sie sterben nicht einmal, sie killen mich. Und ich bin der Heavy. Mann. Es sind viel zu wenig Leute. Gerade eben war eigentlich viel los, aber jetzt ist es nicht mehr so. Ich wechsle schnell. Oder ich verlasse erstmal den Server und suche einen neuen. Koop spielen Training.
Gut, dann nehmen wir mal vielleicht auch eine leichtere. Was ist Albtraum? Dunkle Gaunerei, Ghost Town, Albtraum. Ist wahrscheinlich kein FOM, oder? Das ist was anderes. Ne. Normal, normal. Harmlose Unterwanderung. Das klingt doch gut. Perfekter Server für Pussys wie mich. Ja. Ich bin aber immer noch männlicher als ein Sniper-Pussy. Muss man dazu sagen, ne? So, ich glaube, das überspringe ich auch wieder. Also, bis dann. Und hier werden wir auch schon. Wir sind hier in der Sense.D. Nein, Sense ist wieder da. Diese scheiß Sense-Server. Und ich komme genau richtig. Die Massen... Halt die Fresse. Ja, typisch Sense. Ich bin auf dem Server und dann ist hier schon wieder 1500 Euro extra Cash. Genau, genau. Ich soll 1500 Euro so ausgeben. Ja, genau. Sehr schön. Sehr schön. Ne, also ihr seht wie... Fuck, ich kann nichts mehr skillen. Mann, kann ich das nicht überspringen? Yeah, close. Okay, eins close. Close and never show again. Ah, das hätte ich drücken sollen. Egal. Scheiß Sense. Also, wenn ihr billig Server sucht, ne, Sense bindet sich hier ganz gut an. Da sind auch die totalen Noobs drin, weil die brauchen so Bonus, weil sie überhaupt keinen Skill haben, ne? Spiele Tressele Uquike wurde automatisch, was? Oh Gott, komischer Name. Naja. Ach, die Map kennen wir doch. Das war die Map, die wir damals gespielt haben mit Balzor. Ich erinnere mich. Und ich bin bereit. Lasst sie kommen. Schau, dieses Screenshot. Habe ich die Aufnahme gestoppt? Nein, habe ich nicht. Okay. Alles Klärchen. Und wir haben ein volles Haus. Sehr schön. Anscheinend sind diese leichten oder normalen Maps viel beliebter als die schweren. Vielleicht, weil die schweren einfach nur OP sind. Hab mir ja gesehen, wie krass wir gereckt wurden. So. Alles klar, geskillt haben wir uns schon, genau. Speeding up! Du wolltest dieses Battle. Und du hast es verloren. Und sie kommen, die Maschinen sind unterwegs. Da kommen sie. Kann ich unter Massenfeuer nehmen? Halt, ich habe Kränkel. Jetzt. Kommt sie, kommt sie. Warum rede ich jetzt bayerisch? Na, kommt her, kommt her. Ich muss mir mein Bayerisch abgewöhnen, das verstehen viele nicht von euch. Kommt her! Ich lasse nicht zu, dass ihr die Obermacht gewinnt! Ah, gleich viel entspannter. Oh Gott. Ich nehm's zurück. Jetzt machen wir Kills. Jetzt geben wir ordentlich ab. Fuck, keine Moni mehr. Nein, ich sollte Moni skillen. Lass mich nur. Scheiße. Sie waren in dieser Runde von Man vs. Machine als solche öfters als Tötungshelfer aktiv als bisher. Sehr schön. Und wir haben 22 Punkte. So, ist erst... Nein. Erstmal. Ich brauche mehr Moni. Moni... Oh, scheiße. 250. Wir kriegen keine... Ich habe keine Credits gesammelt. Sowas. Mann! Eins und zwei. Zwei. Okay. Visit us not. Don't visit us. Oder don't visit. Mann, angenommen, ich werde jetzt da so erfolgreich wie PewDiePie, unerwarteterweise, was sehr unwahrscheinlich ist, und dieses Video erreicht so 1 Million Aufrufe, dann hat sich diese Werbung rentiert, aber ich habe ja kaum Aufrufe, also von daher ist diese Werbung unnötig wie Hilfe für die dritte Welt. Puh, das war knapp. Sollte ich ein bisschen Money einsammeln, damit ich mich skillen kann.
Na, kommt her! Ihr verdammten Maschinen. Ihr habt mir mein Geld geklaut. Scheiß diebisches Pack. Und mit solchen Leuten muss ich zusammenarbeiten. Ist echt schlimm. Jetzt weiß ich, wie sich die deutsche Fußballnationalmannschaft fühlt, die mit den ganzen Polen arbeiten müssen. Ich sag nur Podolski. Okay, das war nichts gegen Podolski. Das war bloß ein billiger Versuch, einen Witz zu machen. Oh. Ich glaube, ohne mich hätten wir schon verloren. Ich mache hier, glaube ich, am meisten Kills. Oder? Ja, nein. Zweitmeisten. Okay. Gut. Munition. Fuck, ich kann mich immer noch nicht skillen. Ich kann mich wahrscheinlich erst in der nächsten Runde skillen, wenn die Welle vorbei ist. Fuck, ich habe noch 3 Schüsse. Ich muss es hier alleine abwehren. Die anderen machen fast nichts. Okay, ich muss mich mal kurz mit Moni versorgen. Gibt's hier Moni? Scheiße, ich kriege keine Moni zusammen. Scheiße. Ich muss hier jetzt irgendwie Moni zusammenbekommen. Da ist Moni. Ach, dieser Drecksack. Hat mir schon wieder was geklaut. Seht ihr? Ein Dispenser wäre hier ganz nice. 5. Ah, sehr gut. Der Dispenser ist sehr gut. Komm schon, Dispenser, bau dich auf. Ich habe keine Moni mehr. Ich kann nur mit dieser Shot agieren. Jetzt wäre ich gestorben. Oder fast werden wir gestorben. Wir alle wären gestorben, weil die Bombe hochgegangen wäre. Fuck, wo ist der Dispenser? Hier ist der Dispenser. Nein. Oh Gott, das war wieder sauknapp. Der wollte schon reinspringen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Fuck, scheiß bayerisch. So, da, jetzt kommen die fetten Heavies, die fetten Geschütze kommen jetzt. Okay, ich sammle jetzt das Cash ein. Cash einsammeln ist nie verkehrt. Mann, wir hätten diesen Modus schon diese ganze Zeit überspielen sollen. Der macht richtig Laune. Da kommt wieder eine Welle. Oh, 3 Heavies. 2 Heavies. Ah, warte. 2 Heavies. Oh Gott, es kommen nur Heavies. Oh Gott. Die Russen kommen. So. Nein. Ach, das war dämlich. Ich habe mich selber gekillt, indem ich... Ja. Okay, okay. Mann, ich habe mir das Tutorial angeschaut und ja, ich habe mir den Part angeschaut, wo wir das Tutorial gemacht haben. Und hätte ich das Tutorial damals ordnungsgemäß aufgenommen, dann hätte ich ihn mit einer Schaufel angegriffen. Naja, gut. Alles klar, so, wir haben 75 Punkte und damals am meisten Schaden verursacht und ja, sind eigentlich größtenteils die Besten. Ich würde behaupten, ohne mich wären wir schon Maschinenfutter. Wir haben überlebt. Alles klar, jetzt skill ich mal die Mo... Fuck! Warum geht das immer noch nicht? Ich will mich skillen. Bitte! Muss ich da rein, um mich skillen zu können, oder wie? Ah ja, so glaube ich, ne? Munition brauche ich auf jeden Fall. So, Moni ist geskillt. Dann brauche ich noch... Schaden wäre nicht schlecht, oder was ist denn betäubt das Opfer? Betäubung ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. So, ich schau mal hier ein bisschen um. Einfach mal zum Testen, ne? Es ist gut, dass wir einen Ingenieur haben, der kann uns mit einem guten Teleporter versorgen, sodass, wenn wir sterben sollten, dass wir sofort wieder beim Ort des Geschehens sind und nicht durch die Map laufen müssen. Und er kann auch Sentries platzieren, um die den Bombenabstellplatz zu verteidigen. Und ich drücke F4. Fuck, nicht wieder ein Screenshot. Nein, nein, jetzt habe ich 3 gemacht. Eigentlich habe ich die Screenshots bei mir auf F12 eingestellt, aber irgendwie ist es jetzt auf F4 wegen dem Festplattencrash. Naja.
So, ich muss hier hoch. So. Alles klar. Dann können wir hier ein bisschen rumalbern. Ich glaube, ich weiß, warum ich besser bin. Weil andere... Die anderen Spieler sind ja auf einem, die sind wahrscheinlich dauernd auf dem Saints Server unterwegs, um Vorteile zu ergattern. Und ohne Vorteile können sie nicht zocken. Bild als Teleporter! Wie wär's mit deinem Bitte? Nimm mir diese Befehle, bau einen Teleporter! Das ist ja schlimmer als als damals. Ne, ich will jetzt keinen Vergleich nennen, sonst kriege ich nur Schwierigkeiten. Ah ja, spammen. La 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 la. Und da liegt sehr viel Bargeld auf dem Boden. Warum sammelt es niemand ein? Nein. Oh, so viel Money. Collect the money. If you have money, no problem. Was habt ihr gerade gemacht? Habt ihr sich gerade irgendwie verbessert? So, so moralisiert oder so? Demoralisiert, ja. Oh Gott, ein fetter. Der trifft mich nicht. Ich bin zu gut für ihn. Aber es ist ja auch eine Maschine. Oh Gott. Schottische Maschinen. Nein. Oh, der hat mich fett erwischt. 129 und die anderen haben gerade mal halb so viel. Das zeigt, wer hier der bessere Spieler ist, ne? Ihr Premium-Server-Spieler. Scheiße, hier geht's nicht lang. Ja, ich sage, ich bin der bessere Spieler und dann finde ich den Weg nicht. Oh Gott. Ja. Ja, dieser Fettsack macht mir echt die Sorgen. Soll ich einen auf Leroy machen? Ja, okay, das war gut. Das war sehr gut. Ja, ihr klaut mir das Geld. Wie soll es auch anders sein? So, da. Pam, pam, pam. Ich bin umzingelt von Maschinen. Gott, wieder so ein fetter Soldier. Nein! Ach, kacke! Ich bin nach rechts gegangen, genau in die Rakete rein. Ah. Nicht gut. Haltet den Soldier auf! Raised and diffused! Okay. Betäubt und entschärft. Fuck, der hat's fast. Der hat es fast geschafft. Fuck, scheiß Bayerisch. Ich hasse Bayerisch. Eigentlich bin ich Schwabe, warum rede ich Bayerisch? Ich muss Schwäbisch reden. Ich weiß nicht, wie es Schwäbisch geht. Ist ja fast dasselbe wie Bayerisch, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Okay, da. Alter, was zum Teufel? Es gibt
Sentries, die platzieren Sentries? Okay. Das wusste ich echt nicht. Sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der muss sterben, der muss sterben, der muss unbedingt sterben! Okay, er ist. Fuck, was habe ich getan? Egal, ich glaube, ich musste den killen, sonst, ja. Das war schon. Nein, 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 weiter, weiter, weiter. Wir zocken hier weiter. Bis es keinen Morgen mehr gibt. Oh nee, ich habe meine Skills verloren. Na gut, eine Runde machen wir noch. Munition, Schussfrequenz. Das ist wahrscheinlich das mit diesem, was ich vorher für Nachladegeschwindigkeit gehalten habe. Schauen wir mal nach. Oh ja, genau, perfekt, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Karte neu starten. Nee. Warum neu starten? Und die anderen haben keinen Bock auf abzustimmen. Es wird da bestimmt liefen, weil er frustriert ist, dass wir die Map nicht neu starten. Alles klar, habe ich F4 schon gedrückt? Nein! Make sure to take the engineer out, bla bla bla. Mann, der muss sich so viel anhören, der Engineer, echt schlimm. Ich hasse solche Leute, die immer so Stress machen, ne? Mach dies, mach das. Achte auf folgendes, achte auf das und jenes. So, jetzt machen wir uns ein bisschen wichtig hier. Noch eine halbe Minute, dann geht's los. Alles klar, es geht los. Die Maschinen sind unterwegs. Das ist ja ein Traum. Ich muss jetzt aufpassen, ich darf nicht so häufig schießen, weil ich dann länger nachladen muss. Also hier können sie noch nicht erwischt werden, okay. Das ist quasi so eine Art Spawnschutz. Der dämlichen Maschinen. Oh Gott, die schießen auf mich. Oh Gott, die haben unseren Dispenser zerstört. Scheiße. Und mich auch fast. Ich muss mich halten. Dieser Soldier, der ist. Nicht zu unterschätzen, aber ich habe jetzt zum Glück jetzt den Vorteil, dass ich weniger nachladen, also dass meine Nachladesachen schneller, okay, das meine ich jetzt nicht, dass ich schneller schieße, das meine ich, genau. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich schneller schieße. Ich glaube, ich werde mir dann auch meine Nachladegeschwindigkeit skillen. Großer, charge, aufgeladener Soldat. Haben die Welle zu ein Zweitel abgewehrt. Also 20% abgeschlossen. Warum kann hier kein Prozentsatz so da stehen? So 20%, ne? Warum muss hier so ein Balken sein? Ich finde, so Prozentbalken sind deutlich aussagekräftiger als ein Balken. Auf den Typen mit der Bombe losgehen. Das ist das Wichtigste.
Ich jag den jetzt. Jetzt gehen wir auf Maschinenjagd. So. Oh Gott! Oh! Wo kommt der denn her? Wir müssen auf diesen Typ losgehen mit der Bombe. Das ist oberste Priorität. Ansonsten stirbt die Menschheit vielleicht aus. Und die Maschinen regieren die Welt. Kacke, die anderen sind jetzt eigentlich total unwichtig. Warum gehe ich auf die los? Naja, hoffentlich schaffen meine Kollegen es, den zu killen. Er liefert ab. Und wir haben verloren. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Doktor! Vielleicht sollte ich mich auf Schaden skillen. Da muss ich weniger schießen. Und vielleicht werden es sogar One-Hit-Kills. Schau mal. Oder schau mir mal. Scheiß bayerisch. Sanitäter, ich bin bereit. Lasst sie kommen. Scheiße, Screenshot. Ich bin so schnell wie ein Scout. Sekunden, dann geht's wieder los. Das ist unsere vorletzte Runde. Das Let's Plays. Ach scheiße, ja, vergessen. Ich vergaß. Oh Gott, da kommt eine Demon-Man-Armee herausgestürmt. Ich weiß auch schon, wie ich danach spielen werde. Danach werde ich mit dieser Waffe spielen, mit der wir damals so abgegangen sind. Diese Mehrfachschuss-Raketenwerferwaffe. Ich glaube, die ist ordentlich. Dispenser. Ah ja, hier, sehr gut. Ich muss jetzt irgendwie hochkommen, ohne zu sterben. Das ist gleich geschafft. So. Scheiße, jetzt kommen die Soldiers. Ich bin hier der einzig wahre Soldier. Ihr seid nur billige Plagiate eines echten Soldiers. Und werdet nie an die Klasse eines wahren Soldiers rankommen. Scheiße, der wird den Dispenser zerstören. Und er schafft es. Scheiße. Aber wir sind ziemlich gut. Es ist nicht so, als ob wir gnadenlos unterlegen. Nein, wir machen Kills. 238, also genau zu sagen. Das Problem sind halt diese fetten Soldiers, die sind halt sehr zäh. Und wenn man einmal von einer Rakete von dem erwischt wird, dann hat man meistens schon verloren. Der hat das Original, okay.
Haltet ihn auf! Haltet ihn auf! Seid standhaft! Alles klar. Wir haben es geschafft. Der fette Soldier ist tot. Aber wir sind noch nicht in Sicherheit. Es kommen noch weitere. Und wenn man vom Teufel spricht, da sind sie auch schon. Ich bin jetzt umzingelt von Scouts. Das hat mich jetzt erledigt. Alles klar. Und eine Meldung Koffortkiste, die wir niemals mehr öffnen werden, weil es jetzt beendet wird. Das ist ja, wie gesagt, die vollste Runde. Link ihn ab. Ich lenke ihn ab, die sollen ihn ausschalten. Schalte den verdammten Soldier aus. Schalte den aus! Okay. Hier. Ich wechsle meine Ausrüstung, nicht die Klasse. Ich nehme jetzt meine Geheimwaffe für das letzte Spiel. Ich nehme die Battle Bazooka. Das ist das letzte Spiel in diesem Let's Play. Die letzte Map. Der letzte Spiel. Die letzte Runde des Let's Plays. Nach fast 4 Jahren endet das Let's Play mit dieser Runde. Die Maschinen stehen uns gegenüber. Wir müssen standhaft sein. Das hier ist das letzte Mal. Hiermit endet alles. Alles klar. Für die letzte Runde. Das letzte Mal. Letzte Phase des Let's Plays. Für das letzte Abenteuer. 96 Sekunden, dann geht's los. 60 Sekunden. Sekunden. Man, 10 Sekunden. Lass sie kommen. Der letzte Spielmodus. Das letzte Spiel in diesem Let's Play. Und es geht los. Sollte hier nicht so nah rangehen, weil die sind anfangs unverwundbar. Das ist vergleichbar, wie wenn ein Medic einen Heavy bufft mit einer Unverwundbarkeit. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe das Gefühl, wir machen weniger Cases vorhin. Die Waffe ist nicht besser, sondern schlechter. Kein Dispenser. Hat denn der Typ seinen Dispenser platziert? Ich habe wieder keine Muni, das ist sehr schlecht. So, ich habe sie aufgehalten. Ich brauche jetzt Muni. Ich habe nur 10 Schüsse. Oh, das ist ein scheiße Dispenser. Wo kommt der denn? Wer hat den Dispenser platziert? Natürlich ein Engineer. Macht Sinn. Schnell wieder zurück in die Schlacht. Wir dürfen nicht scheitern.
Ich hätte, glaube ich, nicht die Ausrüstung mixen sollen. Das war wohl ein Fehler. Aber andererseits, sie ist sehr gut gegen den Soldier, sehe ich gerade. Ihr seht den Schaden 270 gerade gegen den fetten Soldier. Er ist fast da. Wir werden nicht scheitern. Da kommen ein paar Scouts. Schnell in Deckung. Ach, Scheiße. Ist da ja schon jemand da? Nein! Okay, das war's. Das war's. Das Let's Play ist vorbei. Alles klar, das war's für das Let's Play. Das nächste Let's Play nach diesem Let's Play ist Splinter Cell Case Theory. Nach fast 4 Jahren haben wir das Let's Play nun abgeschlossen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Nach 50 Parts, nach 50 sehr spannenden Parts, haben wir das endlich geschafft. Das Let's Play ist vorbei. Ja, das war's. Alles klar, es wird keine Fortsetzung geben von diesem Let's Play. Ich werde jetzt dann Splinter Cell weitermachen und danach werde ich Minecraft weitermachen. Also, wir hatten sehr viel gemacht in diesem Let's Play. Wir haben uns gegen Sniper-Huren gewehrt. Wir hatten mal gute Zeiten, mal schlechte Zeiten. Wir haben das Tutorial gemeistert am Anfang. Wir sind dann zum ersten Mal in einem Spiel gegangen, haben dann uns auch ein bisschen tough geschlagen, waren nicht die Besten, aber ihr habt ja gemerkt, wir wurden immer besser und waren sogar so gut am Ende, dass wir nur noch am Ende in die ersten 3 Plätze gegangen sind in den letzten Parts. Ihr habt es gesehen. Ja, ansonsten, was gibt's zu sagen? Kauft euch das Spiel oder kauft es euch nicht. Ja, es ist ja eigentlich free to play. Allerdings gibt es ein paar Gegenstände, die man sich kaufen kann, die einen Vorteil bringen, für die ihr Geld ausgeben könnt. Ihr kriegt die aber auch im Spielverlauf. Also, man kann das Spiel auch spielen, ohne sich Sachen kaufen zu müssen, so mit echtem Geld. Und ja, da macht es auch so viel Spaß wie jetzt in diesem Let's Play. Also, wenn ihr wollt, dann ladet es euch herunter. Es ist free to play und es macht Spaß. Gut, ja, dann sage ich jetzt halt Tschüss für dieses 50-Part lange Let's Play. Für unser längstes Let's Play, was wir jemals gemacht haben. Von 2011 bis 2015 lief das Let's Play. 4 Jahre. Also, macht's gut, euer Janka. Ciao.